Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Und wir machen weiter in der Story. Und wir gucken mal. Da hat Arthur das Lager aufgeschlagen. Oh. Und hier. Da haben wir den lustigen Tierfotografen. Ja dann. Wollen wir mal dahin. Dann schauen wir mal nochmal eben, was haben wir denn für Herausforderungen noch offen. Okay, Schätze finden es ja immer. Ah, Kräuter sammeln. Ja gut, die Puma-Nummer mit Pfeil und Bogen. Gut. Dann Okay, girl. Been a while. reiten wir doch Yep. erstmal zu dem Tierfotografen. Und ich denke, auf dem Weg dahin. Oh, finden wir noch irgendwelche Pflänzchen, Kräuter, Pilze. Die kennen wir noch gar nicht. Und wieder was gelernt. Sonst noch was? Nö, super. Weiter geht's. Aufgeregt das Pferd, aber was soll's? Ein bisschen die Augen auf, ob da noch irgendwas wächst. Denn wir sollen ja noch insgesamt 15 verschiedene sammeln. Halten uns hier mal so ein bisschen rechts von dem Pfad. Okay, was ist hier los? Oh. Das ist ein ziemlich gutes Pferd, glaube ich. Das könnte unser neues Zweitpferd werden, was? Weil das ist, glaube ich, deutlich besser. Das ist ja das Schöne an der Story, ne? Ja. Das würde ich behaupten, ist besser. Guckt euch das mal an. Es ist renntauglich. Könnte man versuchen, die Satteltaschen zu leeren. Da kann man sich aber ganz schwer eine einfangen, das kann ich euch sagen. Erstmal ein bisschen streicheln. Ja, füttern kann ich es nämlich noch nicht. So, dann essen wir vielleicht erstmal was. Was haben wir hier? Starke Arznei. Streichel uns noch mal. Und dann werden wir dieses hier zu unserem Zweitpferd machen. Das meine ich. Und wenn ihr euch dann nicht vorher was reingezogen habt, dann ist es erledigt. Dann vergessen wir die Satteltaschen. So. Dann wird das jetzt unser Zweitpferd. Ich das denn jetzt füttern? Bisschen noch mehr. Hold still, girl.
So, verwundert Stufe 1. Damit können wir jetzt zwar nicht mehr in die Satteltaschen gucken, aber es läuft uns auch nicht mehr weg. Und das andere Zweitpferd ist somit Geschichte. So, ist hier denn sonst noch was? Schafgabe, da sehe ich sie doch. Können wir nur essen. Aber ich denke, das gilt als Sammeln. Können wir ja mal eben nachschauen. So, 6 verschiedene noch. Ja, es sieht so aus, als ob wir 3 Pferde hätten. Haben wir aber nicht. Das eine wird uns verlassen. Gilt das eigentlich? Ja, 10. Aufsteigen. Ja. Bisschen viel Pferde hier. Yep. Meine, hier hinten, da wächst doch noch alles Mögliche. Das kennen wir ja nun. Was wächst da? Minze. Come on, girl. Yep. Oh, was haben wir da? Ach so, der Schwarzbär. Okay. Und hier wächst ja auch noch jede Menge Zeug. Hier ist genau das Richtige für mich zum Start in den Tag, bevor es im echten Leben an die Hecke geht. Na hier, der komische Dingskolben hier. Breitblättriger Rohrkolben. Und Zungenbrecher, oder? So, auch noch jede Menge Zeug. Ja, was ist das? Nochmal Ackerminze. Gut, die kennen wir schon. Ah, da hinten wächst auch noch irgendwas. Was ist das? Sandthymian. Violetten Dingenskirchenglöckchen, meine ich. So. Auch noch ein paar Möhren. Da sind die Glöckchen. Und dann, oh, da seht ihr es, ein Kraut noch. Fragt sich nur, was? Aber wir wollen uns ja zu dem Naturfotografen bewegen. Oh,
die Waffe müssen wir auch bald mal pflegen. Ach ja, das waren wir. Und da seht ihr wieder, es ist nicht wie ein Online, ne? Die Tierkadaver bleiben liegen. Und verschwinden eben nicht. Hier so ein bisschen rechts rüber gucken. Da wächst ja auch manchmal irgendwas. Dann wieder links. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist aber Ackerminze oder so. Da müssen wir leider für absteigen. Ja, ist Ackerminze. Auch hier. Ja. Eben kurz einmal das Pferd striegeln. Himbeeren kennen wir schon. Brombeeren wachsen hier meines Wissens nicht. Ja. Das ist doch hier der Dingens. Kennen wir auch schon. Meine ich. Ja. Das dürfte auch Ackerminze sein. Steht hier nicht noch ein Ginseng oder sowas? Nun gut. Oh, das können wir noch untersuchen. Was ist das? Ackerminze. Dann wollen wir noch mal gucken. Oh, was haben wir hier? Ja, die müssen wir ja looten, die Jungs. Oh oh. Jetzt nur nicht sterben. Denn alles, dann ist das Puma-Fell weg. Dann können wir nämlich nur mal von vorne laden. Weil alles, was auf dem Pferd ist, kann ich euch sagen, verschwindet. Sag mal. Da geht's doch schon wieder weiter hier. Ein bisschen erholen. Muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt können wir mal eben die Knarre putzen hier. Denn da liegt Waffenöl. Oh oh. Da kommt noch mehr. Das war knapp. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht.
Ja, mit dem Feuer muss man ein bisschen aufpassen. Das wandert so ein bisschen. Ah! Was macht der denn für ein Quatsch? Und da seht ihr einmal den falschen Knopf gedrückt. Das war knapp. Ja, ich sollte es vielleicht so machen wie meine Pferde. Mich vom Feuer fernhalten, oder? Das war knapp. Weil es ist echt so, ne? Das Puma-Fell ist flöten. Jetzt gucken wir mal, wie lange nehmen wir schon auf? Ja, dann machen wir das mal eben. So lange kann das ja hier nicht dauern. Wo ist denn der gute Mann? Da ist er! Ich würde sagen, dass irgendwas explodiert. Das Hauptpferd ist etwas nervös. Aber ich hätte gerne eine Flinte. Habe ich die noch gar nicht? Ja, dann müssen wir nachher noch. Oder in der nächsten Folge zu den Watsons. So. Was für das? Ah, hier mit Ackerminze. Stay, girl. So. Jetzt wollen wir mal. Hello again. Hello. Oh, hello. How are you, sir? Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. No, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No, wolves. Wolves? You really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe, given the wind. Yeah, sure. If you manage to attract the world's least intelligent wolf. Well, I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. You are a gentleman. Now, you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm worse than the wolves. You had many dealings with wolves, Mr. Morgan? Sure. But you've never been eaten. Not through lack of trying on their part. A while back, I helped a friend from getting devoured. Usually they are not great fans of man. I don't blame them. Me neither. But shh, here's one. Looks like da kommen sie. Company. Yes, yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Come on. Come on. You don't need to aim at them. Jetzt können wir sie in Ruhe untersuchen. Hungry boys. Come on. Stay back, stay back. Can't have a man in the frame. They'd think it's staged. It sort of is. Look at them. Magnificent creatures. Especially when clawing at your eyeballs. You've provoked them, Mr. Morgan. Help! Da geht's nämlich los. They ain't provoked. They're just... Mr. Morgan, help! Don't like wolves. Stay there. Den kriege ich auch noch. Hey, is that all of them? You might have kept the wolves from the door. Come on.
Snap out of it. You're safe. No, no, no! My whole futile existence flashed before my eyes. Yeah, they can be pretty aggressive. What a way to... literally a dog's dinner. Still worse things happen at sea. Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Well, who knows? You have saved my poor foolish skin once again. Ja, das haben wir. Well, I can't begin to repay my debt of gratitude. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Tja, da hat er ja nochmal Glück gehabt. Kann ich eigentlich sein. Checking this equipment, if only my hands weren't shaking quite so much. First I was scared of the wolves, and now it's hydrophobia. I've got hydrophobia-phobia. Perhaps a wildlife photographer needs to steady your nerves. So, den ziehen wir ab. Oh, das Pferd nie untersucht. Oh, das Wolfsfell ist perfekt. Obwohl wir die Flinte benutzt haben. Ja. Und wir haben sein Hütchen. Na, das dürfte nicht mehr perfekt sein, wenn da eigentlich schon die Rahmen waren. Ja, das war mal wieder knapp, ne? Das ist zumindest noch gut. I'll be some time working on the mechanism. Oh, mit dem reden kann ich noch. Godspeed. So, you think that photograph will come out? I can't say with certainty, but I'm hopeful, sir. I'm due some good luck, no? Carry on like this, I'm not sure you are. Kann man noch was sagen? Don't worry about me. Ah. Lightning doesn't strike in the same place, and neither do wolves. Nee, das scheint es gewesen zu sein. Wir nehmen den perfekten Wolfskadaver mal trotzdem mit. Wenn wir es bis zum Lager damit schaffen, ist gut. Wenn nicht, ist es auch egal. Kann ich nochmal mit dem reden? Nö. Und da hinten liegt ja noch einer. Oh. Die Jungs haben es auch hinter sich, würde ich sagen. Sure, won't take long. Ist auch perfekt. Gut, dann nehmen wir den da auch noch mit. Und dann bleiben wir hier noch ein bisschen. In der Gegend. Dann gehen wir auf. Ja. Und werden uns noch... zeige ich mal eben. Wir werden hier mal... die Herrschaften besuchen. Und hier... irgendwo ist so eine Bärenhöhle. Da gehen wir auch noch mal rein. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, ja, das war eine weitere Folge der Story. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.